Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich und willkommen zum heutigen Video und heute gibt es einen kurzen Unterwäsche-Haul, wobei vielleicht wird er auch gar nicht so kurz, mal gucken. Ich habe in der letzten Zeit wieder vermehrt von euch Fragen bekommen, wo ich denn zum Beispiel BHs kaufe, wo ich Strumpfhosen kaufe, also das, was wir jetzt für den Herbst-Winter vor allem brauchen und ich dachte mir, ich zeige euch einmal, was in der letzten Zeit bei mir neu eingezogen ist und ich habe auch noch eine neue Marke für mich persönlich ausgetestet und wollte euch ganz gerne darüber berichten. Also legen wir los. Was ich zu euch zeigen kann, werde ich euch zeigen. Aber so komplett geht halt nicht, ne? Weil sonst haben wir hier Ü18 YouTube und dann darf das Video keiner mehr gucken. Also von daher gucken wir uns die Sachen einfach so an. Natürlich meiste ungetragen, aber ich denke, das ist nicht schlimm. Da kommt ihr trotzdem mit zurecht, um einen Eindruck zu bekommen. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich mache es so ein bisschen nach Marken. Was ich euch heute nicht zeigen werde, ist Primark. Dazu hatte ich im Sommer schon mal einen Haul gemacht und hatte euch da auch gesagt, dass ich da wieder Unterwäsche gekauft habe. Also falls ihr da das noch ganz gerne euch einmal anschauen wollt, was ich da so kaufe, dann verlinke ich euch das Video ganz gerne hier oben nochmal. Ich nehme jetzt erstmal die Sachen, die in der letzten Zeit neu angezogen sind und vor allem starte ich da mit einer Marke, die ich sehr, 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 sehr liebe, seit sie rausgekommen ist. Und das ist jetzt schon echt... Ja, deutlich fast, also es geht schon an die 2 Jahre jetzt, dass ich dort einkaufe und immer wieder und regelmäßig, weil ich die Sachen echt richtig gut finde und das ist Savage X Fenty. Das ist eine Lingerie, also eine Unterwäschemarke von Rihanna. Das funktioniert ein bisschen nach dem gleichen Prinzip wie Just Fab oder Fabletics oder wie diese ganzen Dinger halt heißen, wo man letztendlich eine VIP-Mitgliedschaft hat und dadurch halt Sachen früher und sehr viel günstiger shoppen kann. Man kann die Sachen auch normal shoppen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Mitgliedschaft lohnt sich schon. Und wenn ihr immer bis zum 5. des Monats pausiert, immer daran denkt, dann habt ihr auch keine Kosten. Das heißt, das Einzige, klar, sie haben eure Daten, klar, wenn ihr es verpeilt, dann kriegt ihr 50 Euro auf euer Konto gutgeschrieben, mit denen ihr dann shoppen müsst. Da werdet ihr dann quasi so ein bisschen gezwungen. Aber ihr könnt ja jeden Monat pausieren. Ich denke, wenn man das halt ein bisschen im Blick hat, ist es auch gar kein Ding. Dann kriegt man das ganz gut geregelt. Also ist bei mir zumindest so der Fall. Und Rihanna hatte jetzt zuletzt noch mal eine neue Kollektion gelauncht, auch in Zusammenarbeit mit Amazon. Und da haben sie echt eine super heiße Show raus aufs Parkett gelegt. Also das war schon echt. Ich kann euch auch einen Link zu dem Video noch unten in der Videobeschreibung da lassen, zu dem YouTube-Video. Und muss ganz ehrlich sagen, ich finde, sie macht wirklich richtig tolle Unterwäsche. Und was ich daran so toll finde, ist, dass es auch tatsächlich, zum einen sieht man das auch auf der Website, dass halt wirklich auf viele, viele verschiedene Körpertypen, Körperformen eingegangen wird. Das hat mich von Anfang an wirklich sehr, sehr begeistert an der Brand. Und halt auch natürlich, dass das Angebot für uns einfach relativ groß ist. Ich trage bei Savage X Fenty, jetzt gucke ich gerade nochmal nach, was ich da für eine Körbchengröße habe. Und zwar ist das 95C. Steht jetzt zumindest bei International dabei. Ich meine aber, es wäre 95C. Und da möchte ich jetzt starten, zum einen schon mal mit einem ganz klassischen schwarzen BH. Das ist der hier. Den habe ich mir vor einiger Zeit geholt und ich muss sagen, das ist jetzt mal so ein Klassikermodell, wo ich früher immer gedacht hätte, würde ich nie anziehen. Also ich war früher immer so, nein, das muss wattiert sein und das muss Push-Up und keine Ahnung was. Und mittlerweile so mit Mitte 30 stehe ich auf den Klassiker Bügel-BH. Ja, also ganz klassischer Bügel-BH. Normaler, dünner Stoff. Stört mich nicht im geringsten. Finde ich super. Klar, ich trage auch immer noch sehr viele wattierte BHs, auch gerade halt in meinen Fashion-Videos, damit man halt keine Nippelblitze haben, ne? Weil das ist meistens eigentlich der Grund. Aber jetzt privat so mittlerweile ist mir das ehrlich gesagt auch ein bisschen Wumpe geworden. Und nicht zum einen, natürlich sitzt der absolut perfekt. Es ist halt super wichtig, dass ihr die richtige BH-Größe für euch habt. Der sitzt wirklich unfassbar gut. Also das ist halt einfach ein Traum von einem BH. Und ich mag halt dieses kleine Detail hier oben mit diesem Netzstoff. Ne? Also das gefällt mir einfach ganz gut, muss ich sagen. Und den hatte ich jetzt so einfach mal einzeln als klassischen schwarzen BH gekauft, weil ich einfach so einen Allrounder haben wollte, den ich einfach jeden Tag tragen kann. Dann habe ich mir auch noch bei Fenty dann zuletzt ein Set geholt mit diesem Neckholder BH, weil ich ja in den ganzen Sommerkleidern vieles, was halt rückenfrei ist und so, wollte ich halt ganz gerne einfach wieder was haben, was, wenn es durchblitzt, einfach hübsch aussieht. Und da hatte ich dann den hier gefunden. Also ich verlinke euch übrigens auch alle Modelle, wie ihr mich kennt, unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann einfach mal gucken gehen. Und ja, den habe ich mir dann halt ausgesucht in diesem schönen
leichten Beige-Rosa, also diesen Puderton, finde ich halt mega schön. Und habe den im Set zwar geholt und ich meine, ich habe da Größe XL, also auch die schreibe ich euch nochmal dazu. Da gibt es leider keine richtige BH-Größe, weil das halt diese Bralettes sind, wo auch keine Bügel drin sind. Da passt mir oft XL oder 1XL, je nachdem, bei Fenty ist auch 1XL bei mir ganz gut, aber auch XL geht definitiv. Und ich finde den halt echt richtig schön. Der hat dann im Rücken halt hier diese Bänder halt, die über Kreuz gehen und ja, da kann man den nochmal hier einstellen. Ansonsten kann man die nicht abnehmen, die Träger, es ist alles fest vernäht, aber ich finde den wirklich richtig, richtig hübsch und auch halt nochmal so direkt im Nacken mit diesem spitzen Detail finde ich das wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Dann das absolut unverzichtbarste Modell, das ich von Fenty habe, ist halt dieser trägerlose BH. Den habe ich euch schon mehrmals gezeigt, aber ich mache ihn zur Vollständigkeit halber auch hier wieder rein, weil ich weiß, dass die Frage gegebenenfalls kommen wird. Und da habe ich doch auch, was habe ich denn da für eine Größe? Steht das hier noch drin? Aber ich meine auch, dass ich da die gleiche Größe haben müsste. Der kommt von Haus aus mit Trägern, ist aber überall hier, hat er halt diese Silikonstreifen, ne? Also wirklich überall. Und die haben auch meistens vier Ösen, ne, vier Häkchen, also das heißt auch gute Stabilität, sage ich mal, relativ breit im Rücken, sodass das halt auch noch eine größere Brust sehr gut halten kann. Ich glaube, Fenty hat bis Körbchengröße F, wenn ich mich nicht vertue. Es könnte sein. Ich schreibe es euch jetzt nochmal rein sonst. Und das hier, das ist the good bra, ja, das ist der perfekte BH für alles. Also klar, der ist halt beige, ihr müsst halt gucken, ne, wenn ihr einen etwas anderen Hautton habt als ich, aber in der Regel für uns normale europäische Häutchen ist das eigentlich eine super Farbe. Ich habe auch schon mal gehört, dass rote BHs, das hattet ihr mir verraten, eigentlich auch ziemlich undurchsichtig quasi werden. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Vielleicht stöber ich nochmal in der neuen Kollektion von Fenty. Aber auf jeden Fall ist das hier, das ist ein Hammerding. Hammerteil trage ich so oft, meistens unter, wenn ich irgendwas Trägerloses anhabe und ihr den BH nicht sehen könnt, dann ist es der hier. Dann kommen wir jetzt zum Thema Strumpfhosen. Das ist, glaube ich, gerade für uns Curvy ist im Herbst, Winter echt ein wichtiges Thema. Also ich trage eigentlich fast nur Strumpfhosen, Leggings im Herbst, Winter, viel unter Strickkleidern, unter langen Pullis oder ähnlichem oder unter Röcken natürlich. Und ich habe sehr, sehr viele Strumpfhosen auch von ASOS. Die finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Die gibt es meistens auch im Doppelpack. Ich verlinke die euch nochmal super gerne. Die liegen jetzt in meiner Schublade. Ich habe jetzt keinen Bock, die noch rauszukramen. Aber ich habe nämlich noch was Neues ausprobiert. Und zwar von Walford, beziehungsweise von der Marke Iris und Lily. Die gibt es bei Amazon. Das ist eine Amazon-Eigenmarke und die haben jetzt halt im Herbst, Winter diese Kampagne mit Walford gemacht. Ich denke, Walford kennen vielleicht einige von euch. Ist, glaube ich, eine der bekanntesten Strumpfhosenmarken überhaupt. Und ich habe mir die geholt in XL, meine ich. Das ist ein Dreierpack. Oder jetzt lass mich mal gucken, welche Größe habe ich denn hier? Steht das hier irgendwo drauf? Nö, natürlich nicht. Ich schreibe es euch rein. Mensch, ich bin aber auch heute echt vergesslich gewesen. Oder steht es in der Strumpfhose? Moment. Ja, hier steht es drin in der Strumpfhose XL. Die sind jetzt in Schwarz, halt soweit eigentlich nicht so durchsichtig, sondern so semi, ne? Also das heißt so am Oberschenkel, ihr seht das jetzt hier, je weiter die sich auseinanderdehnen, desto ein bisschen durchsichtiger, sage ich mal, werden sie. Also für mich persönlich die perfekte Blickdicht-Unblickdicht-Mischung. Also ich finde das halt mega angenehm. Man kann gerne immer noch so ein bisschen meine Haut irgendwann erkennen, aber an den Waden ist sie dann halt eigentlich komplett blickdicht. Also mich stört das nicht, ich finde das nämlich mega. Hat 66 Dehn, ist also relativ dick. Und die ist so, so gut. Ich hatte jetzt die erste halt davon, das ist halt wie gesagt ein Dreierpack. Ich hatte jetzt die erste davon halt schon ein paar Mal an und boah, die sind echt mega geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass die auch direkt so gut passen. Ich war so ein bisschen skeptisch, so ha, welche Größe nehme ich? Also das heißt mit meinen Maßen, mit einer Größe 44, 46 reicht eine XL vollkommen aus. Ich habe ja auch ein bisschen mehr Bauch, ja. Aber die geht super gut drüber und die rollt sich bei mir auch nicht ab. Also mir haben viele von euch immer geschrieben, dass sie das Problem haben, dass die Strumpfhosen sich runterrollen. Ich persönlich glaube, das liegt zum einen daran, wenn es kein hochwertiges Material ist, habe ich oft festgestellt, also so Billigstrumpfhosen von Primark oder so, habe ich öfter das Problem, dass die sich abrollen und auch wenn es, sage ich mal, einfach ein Ticken zu klein ist. Also ein Ticken zu klein ist halt nie gut, das heißt, die muss einfach richtig, richtig gut passen und ich persönlich ziehe die mir dann auch immer deutlich bis über den Bauchnabel und dann rollen die auch nicht runter. Also passiert mir einfach nicht. Und die hier, muss ich auch sagen, da ist, das fühlt sich gar nicht so richtig an,
an wie Nylon. Und es fühlt sich gar nicht richtig an wie Strumpfhose. Die ist einfach super weich und richtig bequem. Ist da vielleicht auch Baumwollanteil drin? Nein, 92% Polyamid, also Nylon, und 8% Elastan. Also ich finde, die trägt sich mega geil. Wenn ihr die Marke nicht kennt, beziehungsweise schaut euch die Kollektion doch mal an. Die haben richtig, richtig schöne Sachen. Dann machen wir noch weiter mit Iris und Lily. Ich habe da nämlich noch ein paar mehr Sachen geshoppt. Und zwar auch Bralettes. Und ich habe jetzt ein Bralette heute an, das weiße davon. Das ist das hier. Und das schwarze haben wir hier. Die sind exakt gleich. Die gibt es im Doppelpack. Finde ich wirklich super, weil weiß und schwarz, muss man ganz ehrlich sagen, kann man nie genug haben. Finde ich eine super Sache. Und da habe ich auch XL. Mir passt es, wie gesagt, mit Körbchengröße D normalerweise. Teils C. Es kommt halt immer darauf an, wie es halt ausfällt. Aber in der Regel habe ich eine Körbchengröße D. Ich glaube, auch der trägerlose BH ist eine Körbchengröße D, wenn ich mich nicht vertue. Und ja, von daher passt mir persönlich XL noch. Wenn ihr größere Boobies habt als ich, seid ihr, glaube ich, raus, leider. Aber nichtsdestotrotz finde ich die wirklich sehr, sehr hübsch. Trägt sich so bequem. Also bei Bralettes ist halt manchmal das Ding, gerade auch wenn man eine größere Brust hat, dass das mit der Zeit halt alles ein bisschen schwer wird und ein bisschen auf die Schultern oder auf den Nacken geht. Aber das hier ist echt wie eine zweite Haut. Sitzt wirklich super. Und ich persönlich habe halt auch so festgestellt, bei den Bralettes ist es so, das macht meine Brust halt ein bisschen kleiner, ne? Also lässt sie ein bisschen tiefer durchhängen, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde. Gerade wenn ich halt im Alltag zu Hause bin, da müssen die nicht immer mir hier halb unterm Kinn hängen, die Titties, ja? Also können die ruhig mal einfach irgendwo rumhängen. Aber Hauptsache, sie sind gut gehalten und baumeln mir quasi nicht um die Knie rum. Na, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber ja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also einfach, dass sie halt so ein bisschen in place gehalten werden. Und der Rest brauche ich jetzt keinen super Wonder-Bra-Push-Up to the limit. Ja, also das muss halt einfach nicht sein. Aus dem Alter bin ich raus. Ich muss mit meinem Dekolleté keinen mehr überzeugen, außer Daniel. Und dann habe ich mir noch schöne Wäsche tatsächlich bestellt. Also richtige Schlafwäsche. Und habe da zum einen, wie ihr seht, ich habe es noch gar nicht ausgepackt, ich habe es noch gar nicht getragen. Ich wollte schon immer so das klassische schwarze Hängerchen für nachts haben. Habe ich schon ganz, ganz lange von geträumt und das gesucht und habe das jetzt dann halt bei Iris und Lily gefunden. Und ach, das fühlt sich schon so toll an. Also das kann ich euch jetzt auch angezogen zeigen, das ist ja kein Ding. Was habe ich denn da für eine Größe bestellt? Steht das hier irgendwo wieder drauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es steht nicht drauf. Fühlt sich aber auch eher wie so ein Nylonstoff an. Glänzt halt auch so ein bisschen. Also es ist eine ganz zarte Textur. Also mir gefällt das. Es ist halt so ein bisschen so diese sexy Satin-Optik. Ja, das war auch das, was ich beabsichtigt habe damit. Der Ausschnitt so ein leicht, fast so ein angemuteter V-Ausschnitt. Träger kann man verstellen. Ein Traum. Was soll ich denn dazu noch sagen? Ist halt richtig schön und vor allem ist es halt auch lang. Finde ich ganz, ganz toll jetzt so für diese Übergangszeit. Kann man natürlich dann auch abends schon anziehen, noch mit einer Strickjacke drüber auf dem Sofa. Sexy Ding, würde ich sagen. Sexy Ding. Und dann kommen wir noch zum letzten Teil meines Hauls. Ich wollte nämlich auch schon die ganze Zeit halt gerne mal einen Kimono haben. Also irgendwas Schickeres halt wie den klassischen Bademantel. Wobei ich auch Bademantel eigentlich nicht so oft trage, witzigerweise. Und dachte mir dann so in Kombination mit meinem schicken neuen Nachthemdchen, wäre ja vielleicht so ein geiler Kimono in dieser Seidenoptik halt eine feine Sache. Und da habe ich den hier entdeckt. Oh Gott, ist der schön. Ich habe den in XXL und ja. Nice. Also der kann auch auf jeden Fall immer ein bisschen größer sein, ne? Dass man sich da so ein bisschen auch reinschnuffelt. Das muss jetzt ja gar nicht so super hauteng sein. Also was ich schon mal richtig gut finde, ist, dass der hier hinten auch festgenäht ist. Ich hasse nichts mehr, wie wenn das dann einfach, wenn da so ein Gürtelchen drin ist und dann hängt einem das immer halb raus oder man verliert es und keine Ahnung was. Also das ist schon mal super. Und dann halt der klassische Kimono-Schnitt ist halt geil, ne? Ist zum Überziehen, wenn man jetzt dann halt quasi morgens wirklich vom Bett ins Bad geht oder vielleicht den ersten Kaffee sonntags trinkt, ist das halt mega schön. Gibt es übrigens in vielen verschiedenen Farben diesen Kimono. Ich habe den aber jetzt in diesem eher so, naja, asiatisch angehauchten Muster mir geholt, weil ich das Rosa halt so schön fand. Und ihr wisst ja, so komplett schwarz muss halt nicht sein. Aber ein schwarzer Klassiker, der musste jetzt mal einziehen. Das war jetzt mal nötig. Und ich muss sagen, die Kombi ist ziemlich nice, ne? Jetzt brauche ich nur noch ein paar schicke Puschel-Heels und dann bin ich hier, keine Ahnung, Promi-Queen, whatever. Ich weiß es nicht. The next Superstar hier auf YouTube, ja.
So, meine Hübschen, das war mein flotter Unterwäsche- und Nachtwäsche-Haul und Strumpfhosen und überhaupt. Und wenn euch davon irgendwas gefallen hat, schaut unbedingt in der Videobeschreibung vorbei. Auch gerade die Sachen von Amazon, von der Marke Iris und Lily. Ich finde es wirklich richtig toll. Ich bin mega begeistert. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass ich mir da Sachen ausgesucht habe. Also das sind so einfach momentan die zwei Marken, wo ich sage, das trage ich halt die meiste Zeit eigentlich. Und dann noch ein bisschen Reste von Primark. Aber ich denke, ich werde wahrscheinlich langfristig hauptsächlich bei Fenty und also bei Savage X Fenty bleiben und wahrscheinlich auch bei der Amazon-Marke. So viel dazu. Dann freue ich mich auf jeden Fall von euch in den Kommentaren zu lesen, was ihr denn so zuletzt geshoppt habt und was euch gefallen hat. Und ja, dann kommen wir natürlich noch zum Kommentar des Tages. Der kommt heute von Smilla Unicorn. Sie hatte auf mein Video zu der Review von der Niki Tutorials Beauty Bay Palette geschrieben. Ich habe mich, by the way, heute übrigens wieder mit der Palette geschminkt, wie die letzten Male sowieso. Und sie hat geschrieben, ei, endlich, mega Look, die Palette ist wunderschön, muss aber noch ein bisschen drauf warten, bekomme ich erst zu meinem Geburtstag. Super Video. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Ich weiß nicht, ob der Geburtstag inzwischen vorbei war oder nicht. Vorgratulieren bringt ja Unglück, deswegen lasse ich das jetzt an der Stelle mal. Aber ganz, ganz liebe Grüße an dich persönlich und ich wünsche dir dann auch sehr viel Spaß mit der Palette. Für mich persönlich momentan meine absolute Lieblings-Eyeshadow-Palette, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war's dann jetzt wieder von mir. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!